meine Freunde, jetzt, ich nehme jetzt glaube ich 15 Minuten nach eben nach dem anderen Video auf. Also die Königin ist eben rübergelaufen mit ein bisschen Brot und, und sie ist jetzt da schon 3 Minuten drin und da habe ich die Abdeckung runtergemacht, damit sie auch in dem Nest bleibt und das nicht mal als gutes Nest empfinden. Und ich habe sie ja erst weggemacht, als die Königin nicht da war, um die Gühne nicht zu stressen. Gut, aber mittlerweile sind die Abdeckungen ab. Ich guck mal, wo die Gühne ist. Die Königin sitzt da, voll glücklich. Gut, ich mache mal wieder zu, damit sie sich nicht aufregt. Ja, der Umzug geht hier ziemlich flott voran. Ich sag mal, für ein bisschen besseres nicht. Sekunde. Wir gleich besser durchs Licht für die Aufnahme. Ja, und die Kleinen ziehen eigentlich recht schnell um. Also ich glaube, das meiste an der Brut müsste schon drin sein. Jo. Wie ich sehe, sind die Körner auch ziemlich nass in deren Nest. Also da, ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme sehen kann, aber die Körner, die sind da ziemlich nass. Nee, sieht man nicht. Na gut. Oh, guck mal, hier trägt die eine ins Nest eine Larve oder eine Larve. Ich hoffe, die Königin legt bald ein Eierpaket, weil soweit wie ich sehe, sind nicht wirklich Eier oder viele Larven. Bis jetzt habe ich gesehen, wurden ca. so 10, glaube ich, rübergeschleppt. Also 5 Puppen und ca. 5 Larven. Aber die Larve eine, die war richtig fett. Also war die Larve, eine Larve war größer als die eine der größten Arbeiter, die ich gesehen habe. Das ist schon toll. Naja. Zum Glück habe ich das jetzt bemerkt, dass die doch umziehen, sonst wären die halt umgezogen und ich wäre nicht da und ich hätte das nicht aufgenommen. Na gut, aber zum Glück sind sie umgezogen. Ich werde jetzt nicht den ganzen Umzug filmen, sondern nur so ein Teil, weil ich gleich zum Sport muss und da pünktlich erscheinen will, muss. Und deswegen werde ich wahrscheinlich die Körner nicht aufnehmen können, wie sie die Körner rüberschleppen. Was schade ist. Und sie suchen da, glaube ich, eine Watte nach noch Larven und so. Ja. Aber ich glaube, die haben da nichts mehr. Wir gucken noch ganz kurz ins Nest zu der Grüne. Jo, die sitzt da hinten, ist die gerade. Ich verdunkel das wieder, damit sie nicht zu sehr gestresst ist. Gut. Also ja, die Grüne, wie wir sehen, sie ist im Nest. Körner werden jetzt langsam auch rübergetragen. Gut, und ich nehme jetzt noch so 5 Minuten auf und dann muss ich leider Schluss machen und zum Sport mich losmachen. Ich hoffe dann, wenn ich wiederkomme, ist hier alles leer geräumt, damit ich das riesige Reagenzglas da rausnehmen kann. Und naja, hoffentlich kann ich bald Ameisenbrot bauen beobachten, weil ich habe da so ein Projekt in der Schule, wo ich über Ameisenbrot, also von den Messern, wie die das machen, berichte. Und ja, wenn ich das nicht zu Augen bekomme, kann ich nichts dazu schreiben, dann ist das Problem. Ja. Oh. Körner werden jetzt auch rumgeschleppt.
Ja, und irgendwie, ich weiß nicht warum, wollen die mit den Brechsand bauen, anstatt mit befeuchteter Erde. Ich weiß zwar nicht warum, aber wenn es denen nur passt, dann können sie es ja ruhig machen. Mir ist es ja egal, aber irgendwie wundert mich das. Ich hätte ja gedacht, dass sie sofort mit der feuchten Erde anfangen zu bauen, als ich die befeuchtet habe. Aber naja. Gut, ich muss jetzt langsam Schluss machen. Also ich habe leider kein Stativ, sonst werde ich das mein Handy zu Hause lassen und aufstellen, damit ihr das weiter beobachten könnt. Aber gut, wenn euch das kürzere Umzugsvideo gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder einen netten Kommentar. Jo, und ciao, bis zum nächsten Mal.